Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, SIMAP. Dieser Begriff ist ein Fixstern am schweizerischen Beschaffungsfirmament. Diejenigen, die wie ich schon ein paar Jahre dabei sind, sind damit aufgewachsen. Jedes Mal, wenn wir eine Ausschreibung publizieren wollen, wenn wir herausfinden wollen, was die Konkurrenz und die Kollegen gerade so beschaffen, wenn wir ein Angebot eingeben wollen, blinkt uns die bekannte beige-orangige Webseite von SIMAP entgegen. Gang wie Gang, an der verändert sich nichts, könnte man meinen. Aber auch für SIMAP ist einmal die Zeit der weiteren Digitalisierung, der Weiterentwicklung gekommen und die möchte ich Ihnen heute vorstellen. Ich möchte Ihnen zuerst einmal sagen, was SIMAP überhaupt ist, für den unwahrscheinlichen Fall abzudecken, dass jemand diesen Begriff heute zum ersten Mal hört. Ich möchte Ihnen das Projekt SIMAP 2019 vorstellen, das zum Ziel hat, diese Anwendung zu erneuern. Ihnen vorstellen, welche neuen Features die neue Version der Anwendung bringt, wie die aussieht, so live wie möglich, wie diese dann betrieben und organisiert und supportet wird, sodass Sie dann als Praktikerinnen und Praktiker auch damit arbeiten können und wie Sie auf Support, Ausbildung und Einführung zählen können. SIMAP ist nicht nur eine Webseite, sondern juristisch auch ein Verein, bestehend aus dem Bund und den Kantonen, der sich zur gemeinsamen Aufgabe gesetzt hat, diese Webseite zu betreiben, die als offizielles Publikationsorgan für die öffentlichen Beschaffungen, Ausschreibungen und Zuschläge in der Schweiz ist. Heute in den meisten Kantonen mit dem neuen Beschaffungsrecht wird sie noch dann schweizweit die einzige offizielle Publikationswebseite für das einzige Publikationsorgan für Beschaffungen sein. Diese beige-gelb-grüne-gelbe Software, diesen undefinierbaren Farben, die ist eine eigene Entwicklung. Die hat SIMAP, der Verein, vor inzwischen einer Ewigkeit in IT-Jahren entwickelt. Und der Lieferant hat uns jetzt gesagt, wir stellen die Weiterentwicklung ein, weil ich glaube, der Entwickler geht in Pension oder so etwas Ähnliches. Jedenfalls, der Lieferant macht nicht mehr mit und darum musste sich der Verein, dessen Vorstand ich angehöre, als Vertreter des Kantons Bern, eine neue Software auf die Fahnen schreiben. Und wir haben das so getimt, dass die neue Software in Abstimmung auf das neue Beschaffungsrecht, das zurzeit erarbeitet wird, live gehen kann. Und zwar mit dem Ziel, dass es noch das alte Recht, aber dann auch schon das neue Recht umsetzen kann. Wir wollen mit der neuen Software auch einen weiteren Schritt hin zur echten Digitalisierung des Beschaffungsprozesses gehen. Wir wollen namentlich die elektronische Beschaffung, die im neuen Recht explizit vorgesehen ist, realisieren und auch die anderen Funktionalitäten unterstützen, die das neue Recht bietet. Wir haben eine, wie es sich gehört, Ausschreibung durchgeführt und eine Standardsoftware ausgeschrieben. Das heißt, wir wollten nicht noch einmal eine Eigenentwicklung. SIMAP ist ein Milizverein, der besteht aus Leuten der Kantone und des Bundes, die sonst noch viel anderes zu tun haben und die sind nicht in der Lage, als Organisation jetzt eine wirklich professionelle Entwicklung zu managen und zu betreiben. Wir wollten also eine Standardsoftware, die sich am Markt bewährt hat. So haben wir das ausgeschrieben und der Zuschlagsempfänger ist die Software EPPS von European Dynamics, eine Firma mit Sitz in Luxemburg. Das ist interessant, in der Ausschreibung waren fast nur ausländische Unternehmen beteiligt. Das zeigt, dass sich die Disziplin des E-Procurement, vor allem im EU-Raum, inzwischen sehr stark weiterentwickelt hat, während sie in der Schweiz noch etwas stagniert. Und die Lösung ist eine E-Procurement-Plattform, also nicht nur eine Webseite zum Publizieren, wie wir sie heute kennen, sondern eine Webseite, die den Anspruch hat, eine Software in Anspruch hat, den ganzen Beschaffungsprozess elektronisch zu unterstützen. Es ist eine Open-Source-basierte Plattform, darum auch der wahrscheinlich ziemlich günstige Zuschlagspreis, mit dem dieser Anbieter gewonnen hat. Die Lösung ist in verschiedenen Ländern schon als nationale Beschaffungsplattform im Einsatz. Sie sehen sie hier. Wir haben auch ein paar Besuche gemacht, um uns zu vergewissern, jawohl, diese Software läuft, die wird genutzt und die funktioniert auch für die Zwecke, die wir sie einsetzen wollen. Wie sieht das Projekt aus? Das zeige ich Ihnen nur darum, dass Sie sich ein Bild machen können, dass diese Lösung nicht etwas ist, das in ein paar Berner Amtsstuben ausgebrütet wurde, sondern das ist schweizweit abgestützt, geleitet und verantwortet wird das Projekt vom Vorstand von SIMAP.ch, dem Vertreterinnen und Vertreter des Bundes und der Kantone angehören.
Auftraggeber ist mein Kollege Markus Tanner aus dem SECOT, dem Staatssekretariat für Wirtschaft. Ich bin sein Stellvertreter in der Auftraggeberrolle. Wir werden begleitet von einem Projektausschuss, dem ebenfalls Vorstandsmitglieder aus der ganzen Schweiz angehören, dem Departement von Bundesrat Schneider-Ammann und der Lieferant. Dann haben wir ein Change Advisory Board, wie man es so schön nennt, ein CAB Plus. Plus darum, weil wir es noch extra erweitert haben für dieses Projekt. Das ist ein Beratungsgremium, das im Prinzip die Benutzerschaft repräsentiert im Projekt. Dort sind Leute drin aus den größeren und kleineren Beschaffungsstellen des Bundes, der Kantone, aber auch aus der Privatwirtschaft, also von der Anbieterseite. Und diese Leute aus dem CAB Plus, die haben uns geholfen dabei, die Anforderungen festzulegen für die neue Software, und die werden jetzt auch die Tests durchführen, der neuen Software, um sicherzustellen, dass das, was wir hier beschaffen, eine schweiztaugliche, praxistaugliche Lösung ist. So sieht das Projekt aus. Diejenigen, die wie ich Hermes-Fans sind, werden die Phasen sofort wiedererkennen. Wir haben im Jahr 2016 gestartet mit der Initialisierung, und im Jahr 2017 haben wir die Veto-Beschaffung durchgeführt. Es gab sogar eine Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht, die wurde aber abgewiesen, weil der ausländische Beschwerdeführer es nicht schaffte, den Gerichtskostenvorschuss rechtzeitig einzuzahlen. Und so hat man manchmal Glück, und die Beschwerde wäre auch sonst aussichtslos gewesen. Der Beschwerdeführer hat sich nur darüber beklagt, dass der Gewinner einen zu tiefen Preis eingereicht hat, was er unfair fand. So ist das manchmal im Leben. Dann sind wir an die Realisierung gegangen. Wir haben mit dem Lieferanten zusammen die Konzepte fertiggestellt, und zurzeit sind die Leute von European Dynamics am Entwickeln. Also nicht am Neuentwickeln, sondern sie sind dabei, die Software auf unsere Bedürfnisse anzupassen. Was heißt das? Die Software EPPS, die basiert auf dem EU-Beschaffungsrecht. Das ist eine EU-Standardsoftware. Also die implementiert die ganzen EU-Formulare, die ganzen EU-Verfahren. Und die sind ja mehr oder weniger ähnlich wie die in der Schweiz. Unser Schweizer Beschaffungsrecht ist eine mehr oder weniger schlechte Kopie des EU-Beschaffungsrechts vor ungefähr 10 Jahren. Und das aber, da ist viel drin, was wir nicht brauchen in der Schweiz. In den Formularen der EU stehen so Sachen wie: Wird dieses Projekt vom EU-Fonds um sowieso für sozial schwache Bergziegen unterstützt? Und dergleichen mehr. Und all das können wir streichen, und wir reduzieren die Formulare auf das, was wir hier in der Schweiz nach dem schweizerischen Beschaffungsrecht brauchen. Diese Anpassungen werden jetzt vorgenommen, dazu gehört auch die Übersetzung in alle Landessprachen. Auch das ist eine Herausforderung, weil was uns da als Französisch geliefert wird von European Dynamics, das ist EU-Französisch, das ist nicht die gleiche Fachsprache, wie wir es in der Schweiz benutzen für das öffentliche Beschaffungswesen. Und darum müssen wir im Prinzip alles neu auf schweizerisches Beschaffungsdeutsch übersetzen. Oder Beschaffungsfranzösisch oder was auch immer. Der nächste Meilenstein ist im Oktober 2018, dann erhalten wir die erste Version der Software geliefert. Dann beginnen die Tests eben mit den Benutzervertreterinnen und Vertretern. Und für Sie wahrscheinlich am interessantesten ist der 1. Mai 2019. Das ist der Go-Live-Termin. Ab dann genießt die ganze beschaffende Schweiz die neue Software. Was Sie wahrscheinlich auch wissen wollen, ist, was kann ich jetzt mit dem neuen Ding tun? Die neuen Features sind vor allem für Beschaffungsstellen eine kleine Revolution. Die Software unterstützt den ganzen Beschaffungsprozess von A bis Z. Das heißt, Sie können jetzt nicht nur einfach Publikationen erfassen, sondern Sie können ein Dossier eröffnen, ein Beschaffungsprojekt, und das begleitet Sie von Anfang bis Ende Ihrer Beschaffung, wenn Sie die Software so nutzen wollen. Das ist also eine projekt- und geschäftsprozessorientierte Software. Mit dieser Software können Sie dann als Beschaffungsstelle zum Beispiel auch Minitenders durchführen, wenn Sie solche ausgeschrieben haben. Sie können Einladungsverfahren elektronisch durchführen, also auch ohne öffentliche Publikation, und Sie können elektronische Auktionen abwickeln. Auch das ist ein Feature des neuen Beschaffungsrechts. Auch die ganzen Statistikfunktionen, die WTO von uns verlangt, die können vom System unterstützt sichergestellt werden. Aber auch für die Anbieterinnen und Anbieter gibt es Neuigkeiten. Die Software unterstützt Sie dabei, dass, wenn Sie sich bei einer
Beschaffung eingeschrieben haben, sie auch Subunternehmer Gelegenheiten veröffentlichen können. Sie können also zum Beispiel angeben, ich interessiere mich für diese Beschaffung, wer will mein Subunternehmer sein? Und das rationalisiert und vereinfacht, gerade auch vielleicht für KMUs, für Bietergemeinschaften, den Prozess, sich zu einer Beschaffung zusammenzuschließen und gemeinsam zu offerieren. Auch die Handhabung der Nachweise wird vereinfacht. Heute ist es ja so, dass die Beschaffungsstellen einen ganzen Katalog von Nachweisen der Steuerbehörden und was weiß ich alles verlangen bei einer Ausschreibung. Neu verfügt das System über eine Nachweismanagementfunktion, bei dem die Anbieter die Nachweise zentral auf die Webseite hochladen können, wo sie dann nur für Beschaffungsstellen einsehbar sind. Und solange die Anbieter diese Funktion nutzen und die Nachweise aktuell halten, müssen sie sie nicht immer einzeln nachliefern. Wie sieht das jetzt aus? In den Foren sehen Sie jetzt ein paar sogenannte Mockups. Das sind so Demonstrationsseiten, die der Softwareentwickler für uns geschrieben hat, die die Logik des Systems beschreiben. Das Design ist noch nicht endgültig. Diese Mockups haben den Stand vom März 2018 und sie sind auch noch auf Englisch, also noch nicht auf Deutsch übersetzt. Aber in der definitiven Version wird es natürlich alles in den drei Landessprachen plus Englisch verfügbar sein. Ich schalte jetzt direkt auf die Mockups um, damit ich das Ihnen halbwegs live zeigen kann. So sieht dann ungefähr die Webseite aus. Wir haben durch ein Suchfeld, Anleitungen für neue Anbieter und Neuigkeiten aus der Beschaffungswelt. Jede Organisation kann sich selbst registrieren über das Portal. Die Beschaffungsstellen müssen dann vom SECO zentral freigeschaltet werden. Hier werden alle Informationen erfasst, die notwendig sind, um eine Beschaffungsstelle zu erfassen, mit Adressen, Faxnummer gibt es immer noch, E-Mail und so weiter. Und da kann man auch angeben, ob man zum Kanton gehört, zum Bund oder zu einer anderen Jurisdiktion. Die Suchfunktion des Systems ist, wie sich nicht dann zu erwarten, ziemlich umfassend. Man kann nach Call for Tenders, also Ausschreibungen, suchen, nach allen möglichen Codes und CPV-Code und NATS-Code, das klingt ziemlich verrückt. Alle anderen möglichen Arten von Codes und Kombinationen kann man dann auch speichern und sich als Suchabonnement hinterlegen. Man kann auch Organisationen suchen, wenn man wissen will, was hat der Kanton Bern jetzt gerade ausgeschrieben und weiteres mehr. Wenn sich ein Benutzer einer Beschaffungsstelle eingeloggt hat, sieht er als erstes ein Dashboard. Das sind die Tasks, die ihm vom System aus seinen verschiedenen Ausschreibungen zugewiesen wurden. Zum Beispiel Fragen, die er beantworten muss, eines Anbieters, Clarification Requests, Nachrichten von Anbietern, die eingegangen sind und dergleichen mehr. Also hier wird er eigentlich strukturiert durch seine verschiedenen Tasks geführt. Er hat auch ein Dashboard, das ihm einen Überblick über eine bestimmte Ausschreibung gibt, die die verschiedenen Meilensteine der Ausschreibung anzeigt. Zum Beispiel hier haben wir die Ausschreibung, Submission, dann haben wir einen Zuschlag, dann haben wir einen Widerruf des Zuschlags und noch einen Zuschlag. Und die ganzen Metadaten. Wichtig ist, das Ganze basiert auf offenen Standards, offenen Schnittstellen. Mit XML-Dateien kann man solche ganzen Ausschreibungen mit allen Parametern drum und dran kann man importieren, exportieren. So ist auch zum Beispiel möglich, dass eine Beschaffungsstelle einer anderen die XML-Datei ihrer Ausschreibung weitergeht, sodass man gute Ausschreibungen weiterverwenden kann. Einfach idealerweise nicht einfach unbesehen. Wenn man eine Ausschreibung startet, muss man natürlich auch eine Reihe von Sachen ausfüllen. Das hier ist so der Beginn, Create Competition Workspace, wo man in allen vier unterstützten Sprachen, je nachdem, in welchen Sprachen man dann publizieren will oder muss, die relevanten Daten ausfüllen kann. Sprache, Kanton, geht es um Dienstleistungen und Güter, was ist das Verfahren, was sind die CPV- und NATS-Codes, gibt es E-Auktionen, ist das GPI betroffen, also ist es eine WTO-Beschaffung. Das sind teilweise auch noch Sachen, die nicht alle übernommen werden. Das basiert doch auf den EU-Formularen. Das wird dann bei uns noch ein bisschen kürzer. Jetzt ist das OJEU, also das Amtsblatt der EU, das brauchen wir wahrscheinlich dann nicht. Und jetzt kann man ja mit diesem System nicht nur einfach eine Publikation machen, sondern man kann eine ganze Ausschreibung definieren. Man kann also zum Beispiel die Kriterien festlegen. CIMAP 2019 unterstützt die drei Arten von Kategorien
Eligibility, also Eignungskriterien, Technical, technische Spezifikationen und Zuschlagskriterien und Financial, also finanzielle Kriterien. Die kann man dann je mit einer Gewichtung hinterlegen und dann kann man beliebig viele strukturierte Kriterien erfassen, jeweils mit einer Gewichtung hinterlegt, die man als Multiple Choice, als Freitextfeld oder in verschiedenen anderen Formen definieren kann und auch dazu entsprechende Unterlagen hinterlegen kann. So kann man eigentlich die ganze Ausschreibung strukturieren. Und der Anbieter sieht dann, das habe ich jetzt hier nicht dargestellt, eine Webseite. Er bekommt einen Link auf die Webseite, wo er dieses Formular, das die Beschaffungsstelle vorbereitet, ausfüllen kann und damit sein Angebot elektronisch einreichen kann. Auf der Beschaffungsseite gibt es dann die Evaluation. Das System ist rollenbasiert. Jede Benutzerin, jeder Benutzer hat dann beispielsweise bestimmte Angebote oder bestimmte Kriterien zur Evaluation zugewiesen, zum Beispiel diese hier, Qualität d'offre, und kann das aufklappen und kann hier den Score, also die Bewertung, hinterlegen, kann einen Kommentar hinterlegen, wieso dieser Score so vergeben wird, kann einen Flag setzen, wenn etwas besonders kritisch ist, das diskutiert werden muss, und so kann man strukturiert diese Angebote durchbewerten. Und am Schluss unterstützt das System natürlich dann auch eine strukturierte Evaluation. Gemäß den festgelegten Kriterien und Gewichtungen wird der Sieger oder die Siegerin angezeigt und der Evaluationsbericht erstellt. Das ist nur ein ganz kleiner Einblick, wie das dann so daherkommt. Was Sie auch interessiert ist, das tönt ja sehr schön, aber wie komme ich jetzt dazu? Am Anfang steht die Schulung. Wir vom Verein SIMAP können nicht in der ganzen Schweiz herumgehen und die rund 2000 Beschaffungsstellen, die es in der Schweiz gibt, schulen, geschweige denn die mehreren 10.000 Anbieterinnen und Anbieter. Wir haben also ein Konzept erarbeitet, in dem wir die Benutzer unterteilen in Basic User und Power User. Die Basic User sind wahrscheinlich am Anfang die meisten. Das sind die User, die einfach Gang wie Gang einfach publizieren wollen. Also das Minimum von dem nutzen wollen, was ihnen das Gesetz vorschreibt. Die wollen einfach eine Ausschreibung publizieren und dann einen Zuschlag. Und für die stellen wir elektronische Ausbildungsunterlagen zur Verfügung, die es ihnen erlauben sollten, in vernünftiger Zeit mit dem System selbst zurechtzukommen. Dann gibt es aber sicher die Power-User, die alle Funktionen nutzen, also auch die elektronische Angebotseingabe und Evaluation. Das sind wahrscheinlich vor allem die größeren und professionelleren Beschaffungsstellen. Auch dort ist es grundsätzlich möglich, dass man das sich durch Selbststudium aneignet. Die Ausbildungsunterlagen, die sind ziemlich umfassend. Es gibt auch Videos. Aber ergänzend stellen wir vom Verein aus ein Ausbildungsangebot zur Verfügung des Anbieters, des Softwareentwicklers, der in die Schweiz kommt und die Leute ausbildet. Das wird über die Kantone organisiert und über den Bund. Die jeweiligen Verantwortlichen in den Kantonen sind von uns vom Verein angeschrieben worden und gebeten worden, den Bedarf zu melden und dann erhalten sie entsprechend viele Ausbildungen. Es fehlen uns aber noch ein paar Kantone, die sich noch nicht gemeldet haben, also ein paar Leute davon betroffen sind, im Saal sind, dann bitte ich Sie, sich da mal zu melden. Es ist natürlich auch möglich, dass die Organisation, die Kantone, der Bund selbst entscheiden. Wir bilden die Leute selbst aus, intern. Auch dafür stehen die Unterlagen zur Verfügung. Aber das ist die Verantwortung der einzelnen Kantone oder des Bundes. Für die Anbieterinnen und Anbieter ist das System, sollte eigentlich so benutzerfreundlich und selbsterklärend sein, dass keine besondere Schulung vorgesehen ist, sondern dass die Führung durch die Website und allenfalls die Unterlagen genügen sollten. Wie sieht der Betrieb aus? Das Ganze ist nicht irgendwo in der Cloud in Kuala Lumpur zum Glück. Das wird hier in der Schweiz vom Bund betrieben, vom SECO. Ist auch darum relevant, weil jetzt mit der neuen Möglichkeit elektronischen Angebotseingabe auch echte Offerten, also vertrauliche Informationen auf diesem System haben. Das Change- und Release-Management erfolgt durch den Verein, gesteuert von diesem Change Advisory Board, wo eigentlich alle Stakeholder, Benutzergruppen vertreten sind. Die Benutzeradministration erfolgt weitgehend durch die Beschaffungsstellen und die Anbieter selbst. Darauf komme ich noch kurz zu sprechen. Und Informationssicherheit und Datenschutz werden gemäß den bundesrechtlichen Vorgaben sichergestellt. So sieht die Organisationsstufe System aus. Das System hat drei Stufen. Es gibt die Stufe 1, der Systemadministrator, das ist jemand im SECO.
diese Person hat die Möglichkeit, alle Beschaffungsstellen zu erfassen und alle Administratorinnen und Administratoren zu erfassen. Wenn sich eine neue Gemeinde anmeldet als Beschaffungsstelle, dann muss sie das beim SECO machen und das SECO muss sie freischalten. Auf Stufe 2, Bund und Kantone, gibt es nicht wahnsinnig viel zu tun. Diese Leute können einfach die WTO-Statistik erstellen, die der Bund von uns verlangt, und auch noch Amtsblattexporte erstellen. Für diejenigen Kantonen, in denen das noch nötig ist, weil nach dem alten Recht Beschaffungen auch noch im Amtsblatt publiziert werden müssen. Und dann gibt es eine beliebig tiefe Gliederung von Beschaffungsstellen. Diese haben jeweils einen Administrator oder eine Administratorin. Das ist die verantwortliche Person, der CIPC, für die Organisation. Diese können ihre eigenen User erfassen und verwalten. Die können die Metadaten ihrer Organisation erstellen und verwalten, zum Beispiel eine Standardrechtsmittelbelehrung oder Vorlagen für Ausschreibungen. Und die erstellen auch die individuellen Beschaffungsdossiers der Organisation. Wie sich die Beschaffungsstellen gliedern, ist ihnen überlassen. Man könnte zum Beispiel eine Stelle Bund machen, wäre wahrscheinlich nicht so sinnvoll. Man kann auch die einzelnen Ämter oder innerhalb eines Amt oder eines Departements Teilbeschaffungsstellen bilden, je nachdem, wie sich die Verwaltung da aufstellen will. Auf der Stufe der Beschaffungsstellen gibt es ein paar fixe Rollen. Es gibt eben diesen Contracting Authority Procurement Coordinator, CIPC. Das ist die Chefin oder der Chef. Diese Person erfasst alle weiteren Personen, einen STV, einen Stellvertreter und dann beliebig viele Mitarbeiter, die CAPOs, Contracting Authority Procurement Officers. Das sind die fixen Rollen, aber dann gibt es für jedes Dossier dynamische Rollen, die vom Administrator pro Dossier zugewiesen werden. Es gibt immer einen verantwortlichen Einkäufer, einen, der Angebote öffnet, einen, der die Evaluation leitet und dann verschiedene Leute, die die Evaluation elektronisch durchführen. Und es ist eine Sache der Beschaffungsstelle, wie sie die Rollen verteilt. Im Minimalbetrieb kann eine Person sich selbst alle Rollen zuteilen und so die ganze Beschaffung im Einmannbetrieb durchziehen. Ist schon aus Governance-Gründen vielleicht nicht optimal, aber es ist technisch möglich. Auf Stufe Anbieter gibt es zwei Rollen. Also auch hier braucht jeder Anbieter, der sich registriert auf dem System, braucht einen Administrator. Diese Person erfasst dann die weiteren Benutzer. Die kann auch Subunternehmermöglichkeiten publizieren, kann Nachweise zum Beispiel verwalten. Und dann alle von ihr oder ihm berechtigten Personen können dann zum Beispiel Offerten abgeben über das System oder Fragen eingeben im Rahmen von laufenden Beschaffungen. Wie ist der Support organisiert? Juristischer Support weiterhin durch die Kantone oder den Bund für die Beschaffungsstellen. Die Anbieter müssen sich weiter selbst durchschlagen juristisch. Der technische Support wird weiterhin entweder durch die Kompetenzzentren der Kantone oder des Bundes organisiert oder verschiedene Kantone haben es gleich direkt an SECO outgesourced. Für die Anbieter wird ein technischer Support zentral bereitgestellt vom SECO. Der SECO hat das wiederum an den Softwareanbieter outgesourced. Da geht es darum, wie kann ich mich anmelden, wieso habe ich keine Verbindung und dergleichen. Wie ist jetzt die Einführung geplant? Vielleicht am wichtigsten für Sie, es gibt keine Datenmigration. Das heißt, alles, was auf dem alten System gestartet wurde, wird auf dem alten System beendet. Und ab dem Tag X, ab dem 1. Mai 2019, werden auch alle neuen Publikationen nur noch auf dem neuen System erfasst. Das heißt, es gibt einen Parallelbetrieb von ungefähr 6 Monaten, bis dann die meisten oder alle alten Verfahren abgeschlossen sind und das alte System abstellen können. Darum gibt es auch in dem Sinn keine Archivdaten. Wir werden einfach die alten Publikationen als PDF archivieren und zum Herunterladen zur Verfügung stellen, wenn die Rechtspraxis oder die Wissenschaft noch Interesse an diesen alten Publikationen hat, dann gehen sie nicht verloren. Wir haben versucht, das alte System dem Bundesarchiv anzudrehen oder kantonalen Archiven, weil wir der Meinung waren, das wäre doch eine historisch relevante und wissenschaftlich relevante Information. Hat niemand Interesse gehabt daran, darum haben wir gesagt, wir basteln uns da selbst ein Archiv. Die Information über die Einführung, die erfolgt per E-Mail über die Adressen, die im heutigen System von den Beschaffungsstellen und die anderen Anbieterinnen und Anbietern hinterlegt sind. Ganz zum Schluss Chancen und Risiken der neuen Lösung. Zunächst natürlich die Chancen. Es ist eine umfassende Beschaffungsplattform, nicht nur eine Publikationsplattform. Das neue Beschaffungsrecht wird unterstützt. Die Beschaffungsstellen müssen nicht separate Software für die Offerteingabe und Evaluation beschaffen. Sie sind auch frei, wie tief Sie das System nutzen wollen. Sie können es wie heute als reine Publikationsplattform beschaffen oder den ganzen Funktionsumfang nutzen.
ist eine Standardsoftware. Das heißt, alle Weiterentwicklungen, die es in der EU gibt, zum Beispiel neues EU-Recht, das wird irgendwann dann auch nachvollziehen wahrscheinlich, oder technische Weiterentwicklungen, die erhalten wir automatisch. Und die Usability in Bezug auf Barrierefreiheit zum Beispiel ist viel besser. Die neue Software ist auch responsiv designed, das heißt, man kann sie auch auf dem Handy nutzen mit dem gleichen Komfort wie auf dem PC. Es gibt auch ein paar Herausforderungen. Die neue Plattform ist ganz klar komplexer und mächtiger als die bisherige. Das heißt, es ist eine Applikation von Beschaffungsprofis für Beschaffungsprofis. Das muss man einfach sich bewusst sein. Das heißt, Leute, die vielleicht einmal im Jahr ein Feuerwehrauto so beschaffen oder die dieses System zum ersten Mal sehen, die fühlen sich ein bisschen überwältigt. Die muss man ausbilden, die muss man einführen. Und das wird auch ein Anreiz sein, meiner Meinung nach, ein positiver Anreiz, dass das Beschaffungswesen der Schweiz weiter professionalisiert wird. Wir müssen aber auch damit rechnen, dass es gerade in der Startphase schweizweit einigen Gewöhnungsbedarf gibt. Die Hotline wird sicher ausgelastet sein in den ersten paar Wochen. Es werden Fehler auf allen Seiten auftreten, weil die Beschaffungsstellen selbst noch nicht so sicher sind und irgendwelche Sachen falsch ausfüllen. Alles das muss man im Auge behalten. Also ich schlage Ihnen vor, wenn Sie professionell beschaffen, dann wählen Sie nicht gerade den Mai 2019, um Ferien zu machen, sondern stellen Sie sicher auch bei Ihren Beschaffungen, dass Sie vielleicht ein bisschen mehr Zeit einplanen, dass Sie kulant sind gegenüber allen Beteiligten, damit wir dieses System schweizweit gemeinsam zum Erfolg bringen können. Das wär's. Und jetzt stehe ich Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung. Vielen Dank. Eine schöne neue responsive Welt, also Offerten auf dem Handy werden dann kein Problem mehr sein. Gibt es Fragen von Ihrer Seite? Ja, ich mache jetzt ein bisschen Jogging. Gerhard André, herzlichen Dank für diese Präsentation. Eine ganz spezifische Frage: Wird das System eine API haben, dass Teilprozesse ausgelagert und in Drittsysteme integriert werden könnten? Danke. Ja, es wird Schnittstellen geben, offene Schnittstellen, die es erlauben, Beschaffungsorganisationen und Anbieterorganisationen diese Software in ihre eigenen Umsysteme einzubinden, in ein ERP zum Beispiel oder in eine andere Beschaffungssoftware, die sie schon nutzen. Das ist auch eine Verpflichtung zur Offenheit und zur Flexibilität, die wir als öffentliche Organisation haben. Ich kann Ihnen jetzt aber noch nicht genau sagen, wie das technisch aussieht. Vielen Dank. Jetzt habe ich da in der Mitte eine Frage. Kann man das Mikrofon da weitergeben? Ja, meine Frage zielt dahin auf das Vergabemanagement. Also einerseits schätze ich CMAP als zentrale Ausschreibungsplattform und bin froh, dass die nicht ganz benutzerfreundliche Webseite abgelöst wird. Aber CMAP geht mit dem Vergabemanagement, also dass ich das ganze Vergabe mache, konkurriert sie private Firmen, die das ja mit eigenem Geld finanziert haben, eine Lösung. Wie kam das zustande, dass CMAP sich quasi ein neues Aufgabengebiet gesucht hat? Ich verstehe das Anliegen. Wir haben schon bei der Marktanalyse festgestellt, eine solche Standardsoftware, wie Sie heute haben, eine reine Publikationsplattform, die gibt es eigentlich nicht. Wenn eine Standardsoftware beschaffen, dann ist es heute gibt es E-Procurement-Lösungen. Also an dem kamen wir kaum vorbei. Zum Zweiten wollten wir auch sicherstellen, dass zumindest durch die Wahl der Software der Markt in der Schweiz spielen kann. Wir haben also nach Möglichkeit auch sichergestellt, dass bei der Ausschreibung der neuen Lösung die Schweizer Anbieterinnen und Anbieter zum Zug kommen. Leider haben dann keine Schweizer Anbieter aussichtsreiche Offerten eingereicht. Und drittens haben wir mit den erwähnten Schnittstellen eine maximale Offenheit angestrebt. Das heißt, wir blockieren jetzt den Markt für Beschaffungslösungen nicht vollständig durch den Staat, sondern wir erlauben es den Anbietern und Anbietern, die bessere Lösungen haben, nach wie vor zu den Beschaffungsstellen zu gehen und sagen, meine Lösung ist besser, die kann man direkt mit CMAP verknüpfen über die Schnittstellen und die unterstützt einen Beschaffungsprozess noch viel besser. Also Innovation wird hier nach Möglichkeit gefördert statt unterdrückt. Gut, vielen Dank für diese spannenden Fragen und Antworten, eben auch ordnungspolitisch sicher relevant und Schnittstellen sowieso für unsere Beschaffungsstatistik und IntelliProcure. Von dem her sind wir jetzt gespannt auf den 1. Mai, Tag der Arbeit. Gibt viel zu tun wahrscheinlich dann in dem Fall an diesem 1. Mai.
Vielen Dank, dass du bei uns warst, Thomas, und diesen Einblick gegeben hast.